Der Klinikup 2010. 25 Teams sind am Start, darunter die Lazarettdrachen aus Koblenz. Das ist das Drachenboot-Team aus dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Vor jedem Rennen gibt der Teamleader die Mannschaftsaufstellung bekannt. Diesem Tag haben alle entgegengefiebert. Sie haben sich gewissenhaft vorbereitet. Reihe 8, Bruce. Wir trainieren so ein bis zweimal die Woche im Sommer und das gleiche auch im Winter. Im Winter halt ein bisschen Krafttraining und im Sommer so ab März dann auf der Mosel. Und dann wird es ordentlich trainiert auf dem Wasser. Jetzt greifen die Lazarettdrachen in den Wettkampf ein. Das erste Rennen steht an, sie wollen nichts dem Zufall überlassen und gehen mit einer ausgeklügelten Taktik an den Start. Wir fahren 4, 15 lang. Ich erkläre das aber mal schnell. 4, da ziehen wir am Paddel 4 mal mit aller Kraft. Dann kommen 15, die werden ganz schnell gehackt. Nur so zack, 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 zack. Und dann geht es in den langen Streckenschlag. Und da es hier um Zeit geht, ist es vollkommen egal, wie viel da wir werden. Hauptsache, wir hauen eine gute Zeit raus. Beim Drachenbootrennen geht es über eine Strecke von 200 Metern. Die Zeiten aus allen drei Vorläufen werden später zusammengerechnet. Die besten 4 erreichen das A-Finale. Weitere 4 zeitschnellste Teams bestreiten das B-Finale. Die Lazarettdrachen hier auf Bahn 2 gehen in ihrem ersten Rennen als Zweite über die Ziellinie. Kein schlechter Anfang. Ich bin sehr zufrieden, wenn wir noch ein paar Sekunden in der nächsten Runde rausholen. Wer rastet, der rostet. Deshalb halten sich die Lazarettdrachen auch zwischen den Rennen fit. Lockere Dehnungsübungen und ein leichtes Aufwärmtraining sorgen für eine optimale Vorbereitung für die kommenden Aufgaben. Sie alle haben sich bewusst dem Drachenbootsport verschrieben. Das ist der Mannschaftssport schlechthin. Es gibt nichts anderes. Hier kann keiner weglaufen wie im Fußball. Die eine Richtung, die andere Richtung. Hier geht alles in eine Richtung. Wir haben ein Ziel, Start und Ende. 20 Mann mit dem gleichen Ziel, die gleiche Aufgabe und jeder gibt alles. Man zählt als Gruppe und es macht Spaß. Wir sind ein lustiges Team und haben Spaß im Boot. Wenn alle zusammen im gleichen Takt sind, dann das Boot zu erleben, wie das sich das Wasser bewegt, das ist einfach fantastisch. Und man ist wie in einer kleinen Familie gut aufgehoben. Das gemeinsame Hobby schafft nicht nur Motivation für das Drachenbootrennen. Es wirkt sich auch auf den Klinikalltag aus. Hier lernen wir, dass wir als Team funktionieren. Wenn Sie überlegen, wir haben hier Ärzte drin, Oberärzte, wir haben Leute von der Physiotherapie, Leute vom OP, wir haben aus jedem Bereich, aus der Pflege, aus dem Sozialarbeiterbereich, überall haben wir Teilbereiche drin und die lernen hier zusammenzuarbeiten, genau wie wir es im Krankenhaus auch müssen. Konzentriert sitzen alle Koblenzer in ihrem 20 Meter langen Drachenboot. In der kurzen Renndauer, die nur rund eine Minute dauert, muss viel Energie möglichst technisch sauber auf die Paddel übertragen werden. Doch es sieht nicht gut aus für die Frauen und Männer aus Koblenz. Abgeschlagen paddeln sie als Letzte durchs Ziel. Der Traum vom kleinen B-Finale scheint geplatzt. Also eigentlich sind wir mit uns, glaube ich, schon zufrieden. Wir haben das gebracht, was wir im Moment können. Es gibt ein paar Teams hier, die machen das viel, viele Jahre mehr. Wir haben ihnen zwar die Stirn geboten, aber noch sind sie vorne. Ich glaube, es hat nicht ganz für das kleine Finale gereicht. Aber wir haben uns sehr gut verkauft. Und nächstes Jahr kommen wir wieder. Und bis dahin sind wir schneller. Am Ende stehen die Lazarettdrachen auf Platz 12. Aber es geht um viel mehr als nur um den Sieg. Denn der Spaß am gemeinsamen Sport steht im Vordergrund.